Und damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir waren hier beim letzten Mal und haben die angefangen auseinanderzunehmen hier. Ich muss mich ein bisschen wieder reinfinden. Das ist ein paar Tage länger her, dass ich gespielt habe. Die da oben haben wir auseinandergenommen, die da noch nicht. Und einer ist da reingelaufen. Und ich glaube, da kommt gerade ein... Habe ich den einfach von hier aus abknallen? Ich schieße noch ein bisschen so weit vor. Ich würde sagen, den habe ich getroffen eigentlich, aber okay. Schleichen wir uns mal von hinten an den an. Okay, offensichtlich schleichen wir uns nicht von hinten an den an. Peng. Ich habe mich beim letzten Mal noch gefragt, ob die endlos nachspawnen. Das weiß ich natürlich jetzt immer noch nicht. Weil wir haben ja nicht weitergespielt. Da kommt der Junge, den ich haben wollte. Was ist hier los? Ich glaube, der ist tot. So, dann looten wir jetzt hier erstmal kurz ein paar Leute. Weil die haben ganz schön viele Sachen dabei. Ganz schön viel wertlose Sachen. Aber halt ganz schön viele Sachen. Wir haben ja irgendwie letztes Mal durch einen Bug, war es sogar vorletztes Mal schon, kann auch vorletztes Mal schon gewesen sein, durch einen Bug sehr viele Pfeile gekriegt. Also so viele, dass ich die eigentlich hier drin lassen könnte, wenn ich möchte. Ich heb nur noch richtig teure Sachen auf, zum Beispiel sowas hier. Weil der Rest ist halt wertloser Müll. Bin ich realistisch. So, wertloser Müll, genau. Und Verbrauchsgegenstände halt, ne, wie Dietriche, wobei ich davon auch inzwischen genug habe. Groschen selbstverständlich und meine Pfeile. Gut, da ist noch keiner neu gespawnt. Ich muss mir merken, dass da einer im Gebüsch liegt. So. Und jetzt ist halt die Frage, spawnen die hier endlos nach? Also sind jetzt hier wieder welche? Das wollte ich nicht, aber egal. So, brauche ich hiervon noch irgendwas? Nö. Sieht alles recht wertlos aus, bin ich ehrlich. Der ist letztes Mal abgehauen. Der haut nicht mehr ab. Penner, ey. Hab mich letztes Mal schon geärgert, dass der abgehauen ist, den ich nicht gekriegt habe, aber... nein, die wollte ich nicht. Die wollte ich... Wie gesagt, der zwei Bögen. Achso, wahrscheinlich war da einer aufgehoben mit. Hab wahrscheinlich rumgelegen. Ritterschwert, das ist safe wertlos. Komm, wir gehen mal hoch. Im Zweifel sind wir bewaffnet und können hier mal ein paar Leute wegsnipen. Guten Tag. Das ist alles wertloser Müll. Ich gehe mal weiter geduckt vor. Weil, also wenn hier jetzt wieder 400 Leute sind, die möchte ich ja nicht alle reinrennen unbedingt. Das hier oben könnte mein Gaul sein, da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Die hätte ich gerne. Die polnische Kyras ist gut, das ist gut. Also ich nehme eigentlich nur 1000er Sachen mit, aber 900er kann man auch mal mitnehmen, ne? Ist das mein Gaul? Ja, das ist mein Gaul. Okay, ist mein Gaul voll? Mein Gaul ist nicht im Ansatz voll, das gefällt mir sehr gut. Sekunde. Dann kann ich mal die wegschmeißen. Davon zwei wegschmeißen. Weil die brauche ich halt aber nicht. Rest brauche ich. Und die... Warum habe ich die aufgehoben? Gaul. Die ist halt nichts wert, ne? Aber egal. Gaul. Das sind meine. Gaul. Warum habe ich die noch mit? Die sind echt nicht gut. Weg. Habe ich jetzt irgendwas weggeschmissen, was ich nicht wegschmeißen wollte? Ich glaube nicht. Ne, sieht ganz gut aus. Perfekt. Den habe ich schon gelootet, ne? Genau, den habe ich schon gelootet. Perfekt. Ritter Jagdschwert eh nichts wert. Ein paar Groschen. Also ich glaube, wir looten hier heute den ganzen Part. Es könnte nämlich noch so 2, 3, 4, 5, 100 Minuten dauern.
Aber es ist ganz gut, zum wieder reinkommen. Habe ich nicht so einen Stress. Bin nämlich gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. Also gerade ist es auch übertrieben, aber bin jetzt noch nicht ewig wieder da. Ja, okay, die sind halt Müll, ne? Also die verbesserten Jagdfeuer sind halt absoluter Dreck, die kannst du behalten, Mensch. Und hab doch mal vernünftige Sachen. Das Lager habe ich auch auseinandergenommen, ey. Also klar, auf die unehrenhafteste Art und Weise, die es gibt, nämlich mit einem Pfeil aus mäßiger Entfernung. Bogen ist in diesem Spiel doch etwas OP. Kann man ruhig so sagen, würde ich sagen. Ja, ansonsten hat er nur Müll. Aber ist halt einfach geil, ne? Also. Ich mag das ja absolut gerne, dass man ein Spiel auf unterschiedliche Arten durchspielen kann. Und wenn du sagst, alter Nahkampf ist mir einfach zu gefährlich, weil das sind hier irgendwie 400 Leute gewesen, die haben mich komplett. Die haben mich. Hands down, die haben mich gefickt im Nahkampf. Machst du das halt so, dass du die einzelnen rauspulst und dir die ordentlich mal zu. Ja. Zur Genüge führst. Ein Zierschild. Was ist der wert? Gar nichts. Weg mit dem Schmutz. Gut, die stehen hier noch irgendwo Kisten. Ich schleiche übrigens noch, weil ich die Befürchtung habe, dass hier noch irgendwo welche rumhängen. Und ich die gerne einfach abstechen würde, während sie schlafen. Das würde mich, das würde mich gefallen. Ich komme hier nicht mehr weg übrigens. Also ich komme hier legitim nicht mehr weg. Okay, bin weg. Schleichen wir weiter. Kumanischer Metallschild, safe nichts wert. Hier lebt auf jeden Fall keiner mehr. Wieso sind hier jetzt. Also, das war ja hier kein Kumanenlager, das war ja hier ein Banditenlager. Wieso sind hier jetzt kumanische Sachen? Weil sie die gefickt haben? Oder war das hier mal ein Kumanenlager und die Banditen haben sich gedacht, einen verleiben? Okay, echt viele Sachen drin, möchte ich anmerken. Schmutz. Also hier sind echt viele Sachen drin. Die kann man gebrauchen. Bitte was? Das ist doch safe ein Fehler, oder? Das hat das Spiel doch nicht so gedacht, oder? Also eine Mailand-Kure ist halt echt viel wert. Ansonsten ist hier eigentlich nur wertloser Müll drin. Bis auf ein paar tausend Pfeile halt, ne? Also, die sind halt ultra schlecht, aber die sind 2 wert. Also im Verkauf wahrscheinlich so 0,4. Und davon 2200 Stück. Die wiegen aber zu viel, als dass ich sie mitnehmen würde. Und verbessert Langstreckenpfeile, also ich glaube, ich habe genug. Ich habe 110 dabei. Und im Gau liegen 320. Ich werde niemals so viele verschießen. Und wenn, weiß ich ja, wo ich sie herkriege. Hier oben das Lager ist insane, was Munition angeht, Alter. Okay, muss ich mir merken. Wie viel Hunger habe ich denn? Ich hab 78 Satter, das heißt, noch lohnt es sich nicht, aus so einem Ding zu essen. Knacken wir hier mal die nächste Truhe. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das Spiel mit Nachspawnen funktioniert. Irgendwann spawnen die ja nach. Okay, das ist Müll. Die Gegner. Ich glaube, nach ein paar Tagen. Beziehungsweise es gibt ja auch random Encounter, aber ich glaube, die sind halt einfach random und die brauchen keine bestimmten Spawn-Bedingungen. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde es cool, wenn man. Also, ich finde es immer gut, wenn man Gegner auslöschen kann in einem Spiel. Ich finde es gut, wenn es eine Möglichkeit gibt, die neu zu kriegen, aber ich finde es auch gut, wenn die einfach wegbleiben. Okay, ich hinterfrage das Ganze nicht, ne? Ich hätte auch echt gerne mal langsam eine Armbrust. Also, ich weiß ja, dass es Armbrüste gibt, glaube ich zumindest. Ich hätte echt gerne eine. Weil Armbrust ist ja nochmal. Also, sie muss ja vom Schaden her nochmal so viel extremer sein als ein Bogen. Hier ist eine Holzhütte, aber ich glaube, in die kann man nicht. Kann man nicht rein. Okay. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal das Kumanenlager an und feuern das auch nochmal richtig durch. Na, warte mal, hier ist ja noch eine Hütte. Vielleicht da nochmal schleichen. Ne, ich glaube, hier ist keiner mehr. Selbst wenn, den Fegeln wir einfach weg, würde ich sagen. Ne? Ich würde gerne mal eine Fackel in die Hand nehmen, weil es wird langsam dunkel. Ich sehe nichts mehr.
Ja, ich weiß, dass ich die Fackel nicht in der Hand habe, ne? Das ist mir bewusst. Kann man hier in das Kumanlager reingucken? Ja, doch, schon ziemlich. Pass auf, ja, wir nehmen mal kurz. Aua. Schwertchen in der Hand. Also eigentlich will ich nur die Fackel in der Hand haben, okay. Gucken Sie sich nochmal um. Ich will auch nichts übersehen. Okay, hier gibt's nichts. Hier gibt's Brennnesseln und da liegen Statuen. Hier hängt einfach ein Seil, okay. Ich glaube, hier soll man nicht rein. Das sieht nicht so aus. Guten Tag. Kann nicht sein, dass ich hier gerade irgendwas komplett vorgreife. Ne, dass das hier irgendwie so ein finaler Schlachtort ist oder so. Es wirkt ein bisschen so, als ob ich hier irgendwo gerade hingehe, wo ich nicht hingehen sollte. Ich wollte ja eigentlich nur dahin, aber dann bin ich plötzlich da gelandet. Hätte ich speichern sollen? Wahrscheinlich, ne? Komme ich hier wieder raus? Ah ja, okay. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal hoch, würde ich sagen. Naja, ich kann mir vorstellen, dass das hier irgendwie der Ort der finalen Schlacht ist oder so, falls es sowas gibt. Ich habe das Spiel ja, wie gesagt, noch nie gespielt. Also noch nie durch. Und auch noch nie weiter als bis hier. Ich glaube tatsächlich, ich bin inzwischen da angekommen, wo ich im ersten Projekt auch war. Nur, dass ich halt damals ganz viele Sachen, die ich jetzt gemacht habe, noch nicht gemacht hatte. Deshalb war das auch viel schneller. Ah, es geht noch einer hoch, okay. Danke für gar nichts. Lag. Geht noch einer hoch, okay. Cool, ja danke, geh fick dich mit deinem Kohl. Okay, wenn ich aus der Kiste rauskomme, laggt's leicht. Okay, hier ist irgendwie nicht mehr so viel. Ich würde sagen, wir gehen wieder runter. So. Und dann greifen wir noch das Kumanenlager an im heutigen Part, würde ich sagen. Dann morgen gehen wir weiter zu der Quest, wo ich eigentlich hin wollte. Denke mal, das sollte ganz gut passen. Weil hier komme ich ja nicht weiter, ne? Nee. Auch wenn dahinter irgendwas ist. Ich muss sagen, Leitern benutzen im Spiel ist nicht gut. Ich mag das, dass man die benutzen kann. Ich glaube, bei Witcher war es so, dass man sie auch einfach hochgehen konnte oder sie benutzen konnte. Das fand ich noch besser. Allgemein kann es nämlich echt Probleme machen, wenn man eine Leiter einfach hochgehen kann. Ich würde mal schlafen und speichern, wenn es geht. Okay, ich kann hier überall nur schlafen. Egal, ich schlafe mal. Damit wir nächsten Morgen haben, weil so sehe ich halt nichts. Ich hoffe, hier spawnen jetzt nicht 200 Leute nach. Das wäre echt nicht gut. Weil das würde ich nicht überleben. Definitiv nicht. Wir können auf jeden Fall gleich am Feuerchen essen. Also aus dem Töpfchen. Einen fürs Töpfchen, einen fürs Kröpfchen. Ne, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, ne? Ach Gott, ey. Glaube ja. Sehr schön. So, einmal bis 6:30 schlafen. Und dann fegeln wir das Kumanlager auseinander, würde ich sagen. Da sehen wir auch nochmal richtig durch. Wir haben es natürlich nicht gespeichert, aber ist eigentlich egal. Sagt er und durfte den ganzen Piss nochmal nachspielen. Ich wollte mich gerade wundern, was jetzt Rataya Turnier, aber ist ja nur das Turnier. Guten Tag. Die werten Herren Kumanen, ich mag sie ja nicht so gerne. Wir haben ja, ach scheiße, jetzt sind die spawnen, ne? Das finde ich irgendwie nicht so gut, dass die nach einem Mal schlafen despawnen. Schade, jetzt habe ich zwei hier nicht gelootet oder drei. Egal. Meiner. Ich lehne mich mal ein bisschen nach vorne, um zu sehen, wo die sind. Guten Tag.
Erstmal schauen, ob wir hier live sind. Ich dachte, ich hätte noch welche drin stehen sehen, als ich eben von oben runter geguckt habe. Ich habe schon überlegt gehabt, ob ich schieße, aber... war mir die Gefahr des Nicht-Treffens zu groß. Aber ich sehe hier keine gerade. Das, obwohl ich hier noch nicht reingeschossen habe, meine ich. Also ich meine, wir haben hier noch nicht drin gefightet. Bin mir nicht so 1000% sicher, aber... doch so 99, würde ich sagen. Okay. Okay, hier lebt keiner mehr. Gut. Dann können wir ja looten gehen, würde ich sagen. Kann ich bitte eine Fackel in der Hand nehmen? Weil hier ist echt dunkel drin. So. Servus. Ja, Müll, ne? Danke, für gar nichts. Ich wollte noch essen, aber das kann ich jetzt auch hier machen. Das ignorieren wir mal erstmal. Da verleiben wir uns ordentlich einen ein. Nächste Truhe, die wir knacken können. Zack. Wird Zeit, dass ich hier leichte Truhen knacken einfach selbstständig mache, ne? Also hier automatisch. Okay, das ist alles Müll. Aber würde mich nicht wundern, wenn hier wieder 4000 Pfeile drin liegen. Ne, hier liegen einfach gar keine Pfeile drin, doch da. 25 Jagdpfeile. Ein Gift kann man immer gebrauchen. Aber ansonsten war das hier alles Müll. Habe ich hier irgendwie ein gutes Schwert oder einen guten Bogen? Ich glaube, ich habe einen 64er Bogen. Den da dürfte ich haben. Oder den da, ist ja same. Ja, das ist, glaube ich, alles Müll, ne? Ich glaube, das ist alles Müll. Ja, würde ich mal so sagen. Okay, abgeschlossen. Gewinne das Turnier, wenn du kannst. Ja, also... das mit dem Turnier habe ich noch nicht ganz gerafft, muss ich zugeben. Warum das dauernd kommt. Also ja, okay, ne, weil das ein wöchentliches Ding ist und es gibt halt jeden, schätzungsweise Sonntag oder so, keine Ahnung. Aber meine Fresse, Alter, muss das jedes Mal angezeigt werden? Sich waschen. Ich dachte ehrlich gesagt, der wäre leer, aber naja. Pfeil im Brand stecken. Ah, okay, das ist ja cool. Das ist ja nice. Ich hoffe, ich übersehe hier nichts. Das kann nämlich durchaus passieren, dass ich hier Kisten übersehe. Ich meine, im Endeffekt sind es halt 3,50 Mark, die wir nicht kriegen oder so. Aber könnte ja auch was Cooles sein. Bin ich ganz ehrlich. Dementsprechend Ungift. Nice. So. Guten Tag. Hier können wir nochmal waschen. Irgendwie habe ich gerade nicht so viele Frames hier, ne? Stört mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ist das hier ein Übergang zur anderen Burg? Weil dann wird doch passen, dass sie zusammengehören. Dann waren das doch alles Banditen. Habe ich deswegen schon gefickt. Nee, aber die kommen sehr nah aneinander. Das ist ja spannend. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal die linke Seite ab und können gleich in diesen Kellerschacht da mal reinsteigen. Guten Tag. So, neue Schlösserknackenstufe erreicht. Gift. Dann können wir noch kurz skillen, würde ich sagen. Schlösser knacken. So, Schlösser. Nachdem der Erfolg in den Schlösser geknackt ist, besteht... ja, ich mache keine Gitter kaputt. Trunkenbold will ich auch nicht. Abbricht tut er auch nicht. Du knackst einfache Schlösser automatisch. Let's go. Trinkfestigkeit möchte ich immer noch nicht. Hauptstufe. Braucht dich irgendetwas? Ich glaube, ich wollte nichts mehr davon wirklich haben, ne? Weil das ist kacke. Das ist auch kacke irgendwie. Wenn du schmutzig bist. Heimlichkeit ist aber 30% verringert. Das mag ich nicht. Kerker. Ja, okay, ist nett, aber brauche ich eigentlich nicht. Das sind hier alles so Kacksachen. Sowas, was einen Minus macht, will ich eigentlich nicht haben. Dorffeld und das ist auch kacke. Ich glaube, ich skill erstmal 3. Das ist auch cool, aber nicht so wirklich wichtig. Ich glaube, ich skill erstmal Speer. So, dann können wir noch Agilität gehen.
Da gibt es jetzt noch leichte Rüstung. Wenn du keine Plattenrüstung trägst, fällt es dir im Kampf 50% leichter ausfällt. Ja, das wollte ich haben, ne? Moral des Gegners sinkt. Das ist geil. Also bin ich ehrlich, Moral des Gegners runter ist 10 von 10. Vitalität. Langsamer Spurten, weniger Ausdauer. Schneller Spurten, mehr Ausdauerverbrauch. Berserker ist nett. Und Wiedergänger ist halt geil. Weil dann regeneriere ich einfach HP. Und HP regenerieren ist halt ultra geil. Ah, hier hätte ich schlafen speichern können, okay. So. Okay, dann können wir jetzt hier runtergehen, würde ich sagen. Ich gehe nicht davon aus, dass es ein Riesending ist. Ja, genau, es ist nämlich gar nichts, wie eigentlich immer. Höhlen im Spiel sind ein bisschen underwhelming, muss ich sagen. Es gab bisher noch keine so richtig geilen Höhlen, okay. Jutti, dann würde ich sagen, habe ich das hier alles erkundet. Und beim nächsten Mal begeben wir uns auf den weiteren Weg. Hierhin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Und bis dahin. Tschüss.